Jäten und das Erdbeerbeet umkommen, hä? Also eine Auffassung von der Arbeit habt ihr, junge Leute, da hat der Papa schon recht. Apropos Papa, wo ist denn der? Der schneidet gerade die Stachelbeersträucher. Also doch Stachelbeer. Ja. Du Mama, jetzt pass mal auf. Schau dir mal diesen Brief da ganz genau an. Weißt, wo der herkommt? Also Madel, machen wir jetzt ein Quiz oder was? Deswegen hättest du mich nicht vom Gartenreich im Brauch, dass ich mir einen Brief anschaue. Auf mich wartet nämlich ein Haufen Arbeit. Ganz im Gegensatz zu dir, gell? Mama, Mama, halt dich fest. Dieser Brief ist aus London. London? Kennst du jemanden in London? Ach, das ist doch da, was immer so neblig ist, gell? Mama, stell dir vor, ich krieg den Job als Au-pair-Mädchen. Was sagst du jetzt? Heißt es, du willst nach London? Sehr richtig, Mama. Das kommt ja... Das kommt ja überhaupt, überhaupt nicht in Frage. Also Mama, jetzt machst du aber mal einen Punkt. Du hast kein Wort dagegen gesagt, wie ich auf die Anzeige in der Zeitung geschrieben hab. Und jetzt machst du so ein Theater. Also das finde ich echt uncool. Ich hab doch nicht wissen können, dass die dich auch nehmen. Überhaupt. Wie kommen mir die denn überhaupt vor? Du bist ja viel zu jung, als dass du jahrelang... Wie lange dauert denn sowas überhaupt? Bloß ein Jahr. Bloß ein Jahr! Ein junges, grünes Ding wie du ein ganzes Jahr ohne Aufsicht. Das geht ja überhaupt nicht. Und wer weiß denn, was die Engländer für Leute sind? Ach Mama, das sind Leute wie mir. Ah, auf jeden Fall, krieg ich jetzt den Job und nimm den Job an. Wenn ich schon mal so eine sagenhafte Chance hab, dass ich was von der Welt sehe. Ja, du machst jetzt erst einmal deinen Fortbildungskurs und dann werden wir sehen, was du für eine Chance hast, gell? Ich bin immerhin schon volljährig. Aber erst seit 14 Tagen und das gilt noch nicht. So. Und jetzt ruf ich den Papa. Und der wird dann den Marsch nach London schon blasen, gell? Der wird deinen Au-pair-Tick dann schon austreiben. Da wirst du spitzen. Jetzt seid ihr ja sowas von altmodisch. Hinter Mond seid ihr. Aber vor allem lasst ihr mir meine ganze Zukunft nicht verbauen. Oh, du lieber Himmel. Wegen solche Flausen muss ich meine Gummistiefel ausziehen. Wenn ich so schwer reinkomme. Ja, was ist jetzt da? Ja, kennst du halt noch? Frag einmal lieber deine Tochter, was die für Flausen im Kopf hat. Nach London, wo ist als was gleich wieder? Als Au-pair-Mädchen. Das ist eine ganz solide Sache. Zwei kleine Kinder müsst ihr beaufsichtigen, sonst nichts. Ja. Ein bisschen kochen halt. Kochen? Das ist der größte Witz. Willst du die ganze Familie aushungern? Du bist gemein, Mama. Also nach London willst du? Ist das schon perfekt? Ja, Papa. Ja, das ist ja prima, Madli. Gratuliere dir. Hä? Es ist doch schön für das Mädel, wenn es einmal rauskommt aus unserem Kauf. Willi, du wirst doch diesen Wahnwitz nicht unterstützen. Außerdem stehst du mit deinen dreckigen Stiefeln auf meinem Perser. Du doch, hä?
Oder sieh ich da schlecht? Lenk nicht ab! Vorhin da hab ich's ausgehabt. Papa, du bist klasse. Weiß ich. Du hast also nichts dagegen. Na wieso denn? Du bist jetzt alt nur, dass du mal ein bisschen frischen Wind um deine freche Nase wahren lässt. Wann soll es denn losgehen? So schnell wie es geht. Ich freu mich ja so. Ist ja wirklich schön, dass ihr mal einer Meinung seid. Freut mich ungemein. Auwe, Mama redet Hochdeutsch. Jetzt wird's kritisch. Trotzdem, danke, Mama. Ich bin immer noch dagegen. Aber du bist überstimmt, Mama. 2-1. Und jetzt rufe ich gleich Susi und sag's ihr. So, was das will ich, mir so in den Rücken zu fallen, wo ich ausdrücklich dagegen war. Ja, du bist ja immer und grundsätzlich dagegen, wenn unsere Kinder auch nur mal den Ansatz eines Versuchs machen, ihre Nasenspitzen aus dem elterlichen Nest zu strecken. Trotzdem, wir hätten erst einmal drüber reden können, ohne die Dorle. Also ich finde das einfach unmöglich, so über meinen Kopf hinweg zu bestimmen. Jetzt siehst du mal, wie das ist. Hast das du die ganzen Jahre nicht gerade so gemacht? Du, es wird höchste Zeit, dass unsere Küken mal Flücke werden. Die hockern uns sonst noch bis zum Rentenalter auf der Tasche und auf unsere Nerven. Also was das? Du übertreibst einmal wieder. Nein, ich sag's, wie es ist. Ich bin froh, dass die Dorle einmal einen Anfang macht. Ja, die Buben, die sind ja eh so bequem, dass er noch gar keine Aussicht nicht, dass die einmal die Kurven kratzen. Also wie du daherredst. Kurven kratzen. Statt dass du froh wärst, dass sie noch die häusliche, familiäre Wärme suchen und sie nicht irgendwo auf der Straße rumtreiben. Die wissen ihre Vorteile von der familiären Wärme schon. Na, wenn ich da nur an unsere Telefonrechnung denke, da steigt mir gleich wieder der Blutdruck auf 180. Was meinst, wie lang dieses Gespräch mit der Susi jetzt wieder dauert, hä? Jetzt bist du ja deine einzige Tochter bald los. Jetzt wird sie hinausgestoßen in die Fremde. Die raue Wildnis, ohne Schutz und Hilfe. Sie wird nicht gestoßen. Sie geht von ganz allein. Wo doch gerade auch erst 18 ist. Fast noch ein Kind. Ach, da wär's auf einmal wieder ein Kind. Und sonst wollt ihr mir erwachsen sein. Ach, was rede ich? Schneid mir nicht Stachelbirnen weiter. Du willst einfach nicht begreifen, dass einmal der Zeitpunkt da ist. Das ist dein Problem. Jetzt hast du mir den ganzen Dreck mit deinen Stiefel reintragen. Die ist doch... Ich glaub's einfach nicht, dass die Dorle jetzt so schnell auszieht und nur so weit weggeht. Das hält mich jetzt nicht aus. Kali, ich flehe dich an, hör sofort zum Trompeten auf! Mama, das geht jetzt aber wirklich nicht. Jetzt hast du von meinem ersten Klasser zum Monat an. Du musst doch üben, unsere Band spielt am Samstag. Übe, wo du willst, aber nicht hier. Genauso im Garage. Toll, dass unsere lieben Nachbarn gleich wieder die Polizei holen. Ich telefoniere gerade. Und sag einmal deiner Tochter, dass sie nicht immer stundenlang das Telefon belegen soll. Ich muss dringend einmal einen Joe anrufen. Ja und? Der Joe wohnt um drei Ecken rum, hockt ja auf der Radlnauf und fahr rüber, wenn du dir was zum Sagen hast. Was ist denn jetzt kaputt? Geht's dir nicht gut, Mama? Ich soll radeln. Ist das nicht mehr modern? Ich hab keine Zeit. Dann übe ich wieder. Nein! Ja, was denn jetzt? In dem Haus hast du ja gar keine Daseinsberechtigung mehr. Im Übrigen habt ihr mir die Trompeten geschenkt, also spiele ich auch drauf. Ja. Ja, das brauche ich zu meiner Persönlichkeitsfindung. Du Mama, sag einmal, warum rennst du eigentlich immer mit bloß einem Gummistiefel umeinander? Red nicht, zieht man lieber aus. Ich bringe ihn so schlecht runter. Kalle, die Dorle will uns verlassen. Hä? Ja, nach London, wo ist? Und ganz schnell auch noch. Ja, spinnt die, das geht doch nicht. Ja, genau, das habe ich ja auch gesagt. Aber der Papa ist mir in den Rücken gefallen und hat es ja ohne meine Zustimmung erlaubt. Kalle, das, wenn erst einmal angeht, dann seid ihr zwei Buben bestimmt auch bald aus dem Haus. Ja, Mama, aber das ist doch ganz klar, dass wir alle irgendwann einmal die Kurven kratzen. Genau wie der Papa. Geht der Papa? Ah! Nein! Das Gleiche hat der Papa auch gesagt. Was? Das mit der Kurvenkratzen. Mein Gott, Kalle, du bleibst schon bei deiner Mama, gell? Du darfst auch Trompeten blasen, so lang und so laut, wie es magst, gell? Mama, ja, was
Die Sache ist die. Ich weiß, der Zeitpunkt ist im Moment vielleicht ein bisschen unpassend. Du weißt schon, gell? Aber ich meine, es geht ja schon in einem Aufwasch. Ich meine, jetzt regst du ja eh schon auf und. Hast es? Du weißt es doch, Mama. Ich warte schon so lange auf einen Platz im Studentenwohnheim. Bei uns da ist doch alles so beengt. Da geht man entweder dir oder dem Papa oder der lieben Schwester auf die Nerven. Was? Das frustriert mich mit der Zeit. Mama, wir fünf, wir drucken uns doch in dem kleinen Häusl. Also du lebst jetzt seit über 20 Jahren in diesem nicht ganz so kleinen Häusl. Und bis jetzt hat dich noch gar keiner gedruckt. Ja, das ist doch nicht wörtlich gemeint. Magst du mich denn nicht verstehen? Denk doch mal an die täglichen Dramen, wenn du mal ins Bad möchtest. Immer wenn es ein bisschen pressiert, dann hockt einer stundenlang am Häusl. Ach, und in deiner viel gepriesenen Studentenbude, da hat dann wieder sein Privatklo oder was? Das ist doch nicht das Problem. Wir gehen uns schlicht und ergreifend auf die Nerven. Interessant. Deine Mutter geht dir also auf die Nerven. Interessant. Sehr gut, das zu wissen, mein Sohn. Mama, bitte red nicht schon wieder Hochdeutsch. Du, übrigens, wie schaust du aus? Hä? Ja, ich meine, die Vogelscheuchen am Acker hinten, die ist nicht halb so attraktiv wie du. Da, also, die sind ja der absolute Wahnsinn. Also, so eine Frechheit. Weide dich nur an meinem Kummer, gell? Nach meiner Persönlichkeitsfindung fragt ja niemand. Auf mir kann man ja rumtrampeln. Ich bin ja bloß die Mama. Die Mama, das war doch bloß ein Spaß. Ich wollte dich ein bisschen aufheitern. Ist dir gelungen, mein Sohn. Vielen Dank. Komm, lass dir helfen. Du sollst Trompeten spielen, habe ich gesagt. Ja, ist auch recht. Also, Mama, du weißt Bescheid. Kalli, warte mal. Ich würde ja gewiss nichts reinreden, aber ich an deiner Stelle. Mama, das ist mit einer der Gründe, warum ich es mir nimmer länger überlege. Weil jeder Satz, mit dem du dich in unsere Angelegenheiten einmischst, beginnt mit dem allseits bekannten: Ich möchte euch ja nicht reinreden, aber. Also, na was? Also, sowas. Warte doch, pass auf. Mama? Wo ist denn der kurze schwarze Rock schon wieder? Im Schrank, wo er hingehört. Da ist er aber nicht. Ah nein, den hab ich ja zerschnipselt und einen Putzlappen draus gemacht. Mama, bist du wahnsinnig? Mein Gott, mehr war doch dieses enge kleine Teil nicht mehr wert. Sag einmal, willst du mit diesen Fetzen vielleicht auf die Straße raus? Mama, du hast einen meiner besten Röcke mutwillig zerschnipselt. Und jetzt sagst du zu dem Teil aus der besten Boutique von der Stadt, Hordern. Und dann wunderst du dich, wenn man aus der Familie die Flucht ergreift. Weißt du, wie du ausschaust? Wie in eine zu enge Wursthaut gepresst. Schauderhaft. Aber bitte, ist ja nicht mehr mein Problem. So. Und jetzt rufe ich augenblicklich am Flughafen und buche die erste Maschine nach London. Wursthaut. Puh! Vorbei. Wissen Sie, ich telefoniere gerade mit dem Flughafen. Okay, willst du verreisen? Ich gedenke, nach London zu fliegen. Oh. Man muss ja auch mal raus. Freilich. Schau's nicht an, he? Kaum trocken hinter die Ohren, aber fliegt nach London. Ja, es ist schon was Schönes, wenn man so einen Nachwuchs aufzieht. Besonders, wenn's alle so gut geraten sind wie die drei. Das haben wir leider versäumt. Aber dafür haben wir was anderes, ja. Was sie die armen Teufel nie haben leisten können. Nein. Ein Häusl und Kinder, da bleibt halt nicht viel über für Urlaub und Reisen. Ah, servus, Gustav. Grüß dich, Willi. Bist schon wieder zurück von deinem Urlaub? Was heißt denn schon wieder? Du, wir waren jetzt immerhin 4 Wochen auf Jamaika. Traumhaft, sag ich dir. Weißt du, ich bin gerade im Garten. Ja, das ist nicht zu übersehen.
Komm halt rein. Nein, ich habe die dreckigen Stiefel noch auf. Und? Wo liegt das Problem? Zieh's halt aus. Was eigentlich? Okay. Hab ich keine Lust mehr. Was magst denn? Ja, du denn? Du, eine Tasse Kaffee war nicht schlecht. Das auch noch. Luise, magst du einen Kaffee? Den mach du halt selber an. Der Gustav ist da. Du bist nicht der Leistung, Kinder. Ich muss schon entschuldigen, sie ist ein bisschen durcheinander. Ja. Storle fliegt aus. Ja, du, das habe ich schon vernommen. Nach London, gell? Ja. Das muss halt erst verdauen. Du weißt ja, wer Gmitter da sind. Bedauere, das weiß ich leider nicht. Aber jetzt lass dir einmal von Jamaika verzeihen. Ich sage dir, sowas von einem Land einfach sagenhaft. Du hast nicht sagst. Ja. Ja, ich mein, auf die Malediven war es ja auch nicht schlecht, gell? Und Kenia ist auch nicht zum Verachten. Aber Jamaika, sag ich dir, das ist der absolute Superlativ. Diese Strände, makellos weiß, gell? Ja, ich mein, die Eingeborenen, die laufen ja den ganzen Tag rum und halten sauber. Ja, machen die Touristen so viel Dreck. Und dann das Hotel. So was vom Komfort, das kannst du dir nicht vorstellen. 3 Kilo habe ich hingefunden. Ja, das wäre ja 5. Nein. Du, derweil sind die Leute da drunten so was von arm, dass dir manchmal in Zählen rein wehtut, wenn du das mit anschauen musst. Ja, dann bleib halt daheim, dann musst du das nicht. Ja, du bist schon gut. Du hast ja keine Ahnung. Wir bringen doch Devisen, sonst dann die Pfeil gerade verhungern. Ach so, aus reiner Menschenfreundlichkeit fliegst du jetzt ja um die halbe Welt. Die sind angewiesen auf uns Touristen. Obwohl ich muss sagen, manchmal habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt, gell? Tja, es ist schon irgendwie ein beklemmendes Gefühl, wenn du so vor deinem Martini sitzt und draußen stehen die halb verhungerten Einheimischen und halten die Hände auf. Aber meine Emma hat eine ganze Tasche voll T-Shirts mitgenommen. Und unter das Volk verteilt. Die haben vielleicht eine Freude gehabt, sag ich dir. Ja, da drunten, da kannst du halt mit sowas noch ein gutes Werk tun, weißt? Da bist du ja Gott sei Dank mit einem unbelasteten Gewissen wieder heimgeflogen. Bist doch auch was wert. Ich weiß nicht, du hast halt so einen leicht aggressiven Unterton. Oder täusch er mich da? Da täuscht dich. Ja. Luise, wo bleibst du denn? Ah, komm halt einfach alles hinschmeißen. Ich bin ja schon da. Zieh mal die Stiefel aus, Lütschen. Grüß dich, Gustav. Grüß dich, Luise. Seid's wieder da von den Malediven da? Malediven meinst du? Da waren wir voriges Jahr. Dieses Jahr waren wir auf Jamaika. Aha. Ist doch klar, dass du die Stiefel nicht runterbringst, wenn du so dicke Wollsocken an hast. Wenn ich's nicht anhab, dann sind's mir zu groß. Weibliche Logik. Wir wussten dein Kaffee, Gustav. Du wie immer. Schwarz und nicht zu stark. Oh mein, oh mein. Du sei froh, dass du keine Kinder hast. Ja, das bin ich schon. Ja, glaubst du, wir könnten uns sonst solche Reisen leisten? Es geht ja nicht nur um die Reisen. Ja. Schau, da arbeitest dein halbes Leben praktisch die schönsten Jahre deines Lebens darauf hin, dass deine Kinder ordentlich und langsam selbstständig werden. Und hast du es dann endlich so weit, dass sie auf eigene Füße stehen, dann geht der Zirkus erst richtig los. Und weißt du warum? Weil meine Glucken da draußen nicht begreifen will, dass das einmal der Lauf der Welt ist. Du siehst, das ist doch meine Rede. Jetzt macht es euch doch auch einmal schön. Gönnt euch einmal was. Ja, immerhin sind ja die Buben da daheim, ne? Da kann man nicht so einfach abhauen. Hör doch auch auf die Buben. Die liegen doch auch nicht mehr in die Windeln, oder? Ja, das nicht, aber. Nix aber. Mein Lieber, du bist auch nicht viel besser wie die Luise. Schau, wenn die Storle jetzt aus dem Haus geht, der Felix und der Karli, das sind doch zwei ausgewachsene Burschen. Die werden in Gottes Namen einmal allein bleiben können. Weißt du was? Verreist doch einmal mit uns. Das war doch was, oder? Es fliegt selber gleich so weit weg. Ja, was heißt da weit weg? Du, die Welt ist klein geworden im Chat-Zeitalter, nicht? Da musst du mit der Zeit gehen. Ich meine, Fräulein, Starnberger Seen aus, da kannst du am Sonntagnachmittag fahren. Ja, da sehe ich wenigstens keine halb Verhungerten, wie auf Jamaika. Du bist da heute sowas von sarkastisch. Direkt unwirklich bist du. Papa, stell dir vor, ich hab schon für morgen einen Flug gekriegt. Ist das nicht sagenhaft? Sagenhaft? Du, das sag nur gleich der Mama, die wird sich erst freuen. Ach, das ist im Moment nicht so ratsam. Ich glaub, die redet kein Wort mehr mit mir. Du, Papa, ich wollte eigentlich bloß fragen, ob ich nicht ganz schnell, bloß für eine Minute, nach London telefonieren kann. Oh, Auslandssprecher, bist du wahnsinnig?
Ja, Papa, ich muss doch da anrufen. Die müssen doch wissen, dass ich morgen schon komme. Die müssen mich doch vom Flughafen abholen. Am Tag werden auf keinen Fall telefoniert. Ja, was soll ich noch dann machen? Der Papa meint, du sollst es mit Drummen probieren. Halt du dich da raus, gell? Das sind Familienangelegenheiten. Oder zahlst du das Gespräch? Also du warst jetzt nicht mein Freund, weißt du, da wäre ich jetzt stinksauer. Ach, Papa, bitte. Bloß einen Satz. Bloß, dass ich morgen um sie mich ankomme. Ich zahl's dir ja auch, ehrlich. Also gut, von mir aus. Danke, Papa. Du, aber die Telefonrechnung schicke ich dir nach London nach. Was ich will. So, da ist jetzt der Kaffee. Magst du was dazu, Gustav? Nein, danke schön. Ich wollte eigentlich gerade gehen. Bei euch herrscht halt irgendwie so eine gereizte Stimmung. Oh, du sprichst so ein. Ich bin überhaupt nicht gereizt. Ich auch nicht. Ja, warum ich eigentlich da bin, habt ihr nicht Lust, dass ihr mal unsere Dias von Jamaika anschaut? Ja, wir haben ja die von den Malediven noch nicht gesehen. Ja, eben. Die jungen dann auch gleich durch. Für die Kids sind das dann so schätzungsweise 2000 Bilder. Ja, das könnte hingehen. Du, morgen hol ich's ab. Also, was ist, kommt's? Also, sei uns bitte nicht besser, Gustav, aber morgen da fliegt unser Dorle in die Fremde. Mein Gott, sei doch nicht immer gleich so melodramatisch. Sie fliegt nach London, sonst nix. Jedenfalls habe ich keine Lust auf Urlaubsdias. Na gut, dann halt ein anderes Mal. Sagt uns halt Bescheid, wenn ihr mal Lust habt, gell? Und überlegt euch meinen Vorschlag, ob ihr mal mit uns mitfliegt. Mitfliegen? Wohin? Ja? Im Dezember geht's auf nach Mexiko. Da sollen ja die Leute noch viel jammer sein wie auf Jamaika. Meine Emma, die sammelt schon wieder T-Shirts. Also, dir Abend nicht vergessen. Ja. Lass nur, Willi. Ich geh gleich hin durch den Garten. Führt euch, servus. Nicht vergessen. Servus, Gustav. Führt mich. Servus. So was das, Willi. Schon langsam werden wir dir richtig unsympathisch mit ihrer ewigen Rumreiserei. Da hörst du nichts anderes mehr. Bist neidisch. Neidisch, dass ich nicht lache. Schau, Rüssel. Es war ja wirklich jetzt einmal an der Zeit, dass wir einmal an uns denken. Ja, was haben wir denn schon gehabt vom Leben bisher? Wir haben unsere Kinder gehabt. Das reicht doch. Nicht ganz. Sicher, du hast recht. Mit Gustav und der Emma möchte ich wirklich nicht tauschen. Aber bei uns muss sich doch einmal was ändern. Die Kinder sind jetzt erwachsen. Das Dorle geht aus dem Haus. Warum, frage ich dich, sollen wir nicht mit nach Mexiko fliegen? Und leisten können wir es uns ja jetzt. Weil mir Mexiko wurscht ist. Ja, dann halt nach Jamaika oder nach Kenia oder sonst wohin. Komm, Luisa, einmal im Leben machen wir so eine Traumreise. Bevor wir zu allem zu alt sind. Ich mag aber nicht nach Jamaika oder sonst wohin. Ich mag, dass meine Kinder nicht die Flucht ergreifen, einer nach dem anderen. Oh, jetzt übertreibst du mal wieder. Bis jetzt geht ja nur die Dorle. Die Buben, die hängen dir ja noch ewig am Rockzipfel. Die wärst nicht so schnell los. Meinst? Dann frag einmal einen Kali. Was war jetzt dies? Kali? Brennt's irgendwo? Ja. Die Mama hat da gerade so eine Andeutung gemacht. Erkläre dich bitte. Jesus, was ist denn das für ein feierlicher Ton? Reg dich nicht auf, Papa, es bringt eh nichts. Ich pack nämlich schon. Was tust du? Ja, ich mach die Flatter. Ich bin als Ältester in dem Haus schon quasi längst überfällig. Wieso jetzt auf einmal? Wieso nicht? Und? Wo willst du hin? Ja, ich hab's auch der Mama schon gesagt. Ich hab endlich einen Platz im Studentenwohnheim. Da bin ich dann unter meinesgleichen, Ohrwellenlänge in jede Beziehung, verstehst? Und sowas muss man sich sagen lassen. Und diese Wellenlänge brauchst du dann wahrscheinlich auch zu deiner Persönlichkeitsfindung, oder? Genau! Mama, ich war doch gern daheim. Du und der Papa, ihr habt uns alle drei eine wunderschöne Kindheit und auch Jugend beschert. Und Opfer haben wir gebraucht. Ja, und Opfer habt ihr gebraucht, freilich. Das hätte ich jetzt beinahe vergessen. Ja, und mit dem Opfergang, da soll es einmal ein End haben. Irgendwann muss er mal sein. Na ja, gut, aber... Aber gleich so schnell, Kali. Wann willst du denn schon gehen? Na, ich kann morgen einziehen. Ach, Mama, ich bin doch nicht aus der Welt. Nein, aber du bist dann immer bei uns. Du kommst nur noch auf Besuch. Das ist ein großer, entscheidender Schritt, verstehst? Kali, ich will dir doch nichts dreireden, aber ich an deiner Stelle. Mama, deine ewige Dreirederei und Quasselerei, die nervt mir mit der Zeit schon ganz schön. Oi, mein lieber Herr Sohn. Was du da unverschämterweise als Quasslerei bezeichnest, das ist Lebenserfahrung. Aber diese unqualifizierte Äußerung will ich deinem jugendlichen Unverstand zuschreiben, sonst darfst du dir so eine fangen. Kann ich jetzt bitte weiterpacken? Kannst du in dein Elternhaus gar nicht schnell nur verlassen, ha?
Ja, ob schnell oder langsam, Mama, die Heulerei bleibt immer die gleiche. Sauber. Da wird einem die Tatsache einfach so um die Ohren gehauen. Die werden schon schlucken, die Alten. Glaubst du das, Willi? Wenn mir heute in der Früh einer gesagt hätte, was alles über mich reinbricht, dann wäre ich am besten gleich liegen geblieben. Ja, vielleicht ist es besser so. Lieber Schnee als dieses Getröpfel. Aber du, wir haben ja noch den Kleinen, den Felix. Ja, der ist ja eh der Herzepuppel. Ja, der Felix, der kommt ja übermorgen vom Bund, gell? Ja, der wird jetzt noch ein paar Jahre schon zu schätzen wissen, was einem daheim bedeutet. Jetzt gehe ich wieder in den Garten aus, gell? Ja, bin ja gespannt, wie oft ich heute noch meine Gummistiefel aus- und anziehen muss. Oje, der Dorli muss ich bestimmt auch beim Kofferbacken helfen. Du, Isabel. Wirst sehen. Morgen wird's leichter. Meinst du? Oh, mein liebes Mädel, mir fällt's ja auch schwer. Und deshalb schenk ich mir jetzt einen Cognac ein. Das brauche ich nämlich zu meiner Persönlichkeitsfindung. Da müsste jetzt eigentlich der Felix noch kommen. Bitte schon mal! Ja, bist du wirklich schon da? Ist das ein Freund? Ja. Du, gibst gerade recht. Kannst gleich die Mama wieder aufrichten. Papa, ich hab's geschafft. Ich bin ein freier Mann. Ja. Hab ich da wirklich gerade Mann gehört? Aber allerweil. Nein, tut das gut. Gell? Der Horn ist doch am schönsten. Ja, unter anderem. Du, sag einmal, Papa, wo ist denn eigentlich die Mama? Weißt du, die muss man so schnell wie es geht mal einen Drecker die Wäsche waschen. Die muss ich in ein paar Tagen ordnungsgemäß bei der Einheit wieder abliefern. Ja, da wird sie sich ja mit Wonne draufstürzen. Jetzt, wo dann der Kali und die Dorli fort sind. Ja, der Kali hat mir die Neuigkeit schon draußen am Fenster erzählt. Finde ich echt stark. Und was sagt die Mama dazu? Ja, kennst du das ja. Aber sie hat ja nur die. Ja, das ist ja so eine Sache, Papa. Weißt du, ich habe jetzt endlich und unwiderruflich die Frau meines Lebens gefunden. Was? Schon wieder? Papa, bitte respektier meine tiefsten Gefühle. Ja, gern. Aber vor einem halben Jahr oder so, da war doch die Frau deines Lebens noch so ein Tipps in einem Steuerbüro. Ist die nicht mehr aktuell? Okay, die war absolutes Grünzeug. Völlig unbedarft und nichts sagen. Verstehst? Wie schnell sich doch der Wortlaut bezüglich einer Frau ändern kann. Ja und? Was ist jetzt mit deiner augenblicklichen Frau des Lebens? Papa, ich mach's kurz und schmerzlich. Meine Zivilklamotten sind schon bei ihr. Wieso? Ja, weißt du, sie hat Eltern mit ziemlich viel Kohle. Und die haben ihr Apartment eingerichtet. Und ich zieh zu ihr. So? Ja, ich stelle es euch natürlich so bald als möglich mal vor. Ist ja logisch. Ja, logisch. Ich bin ja eigentlich bloß noch gekommen, weil ich der Mama die Drecke die Wäsche zum Waschen bringen will. Wie rücksichtsvoll von dir. Ja, ich hab's doch gewusst, dass du mich verstehst. Weißt du, Papa, ich will jetzt endlich einmal was haben von meinem Leben. Schließlich bin ich jetzt erwachsen und hab so meine eigenen Vorstellungen. Verstehst doch, Papa, oder? Ja, selbstverständlich, ich verstehe alles. Fast alles. Du, Papa, bist dann bitte nur so gut und bringst das der Mama schon im Bein, gell? Weil du kannst doch das. Halt. Du bist doch jetzt, was hast du gesagt, erwachsen und ein Mann. Also kein Feigling. Ja, natürlich nicht. Ja, aber du kennst doch die Mama. Weißt du, die nimmt immer alles gleich so furchtbar dramatisch. Das ist das Problem. Ja, ich kenn die Mama. Und zwei von euch haben mir heute schon sehr wehgetan. Und wenn jetzt du, ausgerechnet du, der Mama noch den Rest geben musst, dann machst du es gefälligst selber und allein. Ich hab dann hernach noch genug Mühe mit dir. Papa, jetzt mach die Sache doch nicht schwerer, das ist. Wie macht er doch nicht schwer? Oder lege ich dir irgendeinen Stein weg? Gut, von mir aus, wär glücklich mit deiner Frau des Lebens. Kommst schon noch selber drauf. Aber den letzten und schwersten Stein, den musst du schon selber aus dem Weg räumen. Felix! So, kommt er schon, der Stein. Felix! Du
Du musst kennen. So hilf mir doch! Madel, den Pullover brauchst du jetzt wirklich nicht. Doch. Nur anders Zeigel dabei. Doch. Gerade den lila Pullover hätte ich dringend braucht. Wo doch das der schickste ist, den ich überhaupt hab. Mama, du wärst doch nicht. Na, ein lila Schuhputzlappen habe ich ganz bestimmt nicht. Also Madel, die in London werden vielleicht schauen, was du als für ein Klump dabei hast. Ha? Es ist immerhin ein ganzes Jahr. Da braucht man so einiges. Oh Gott. Ein ganzes Jahr. Mensch, Mama, jetzt hör doch bitte auf. Dass du überhaupt nur Wasser hast nach dem ganzen Verschleiß von gestern. Ach, Mama, ich komm doch nach einem halben Jahr auch zurück. Es geht doch so schnell vorbei. Und schreib mir jede Woche einen ausführlichen Bericht, gell? Und pass auf dich auf, Madel. Freilich, Mama. Mein Gott, ich darf gar nicht dran denken. Keinen Handstrich hast du daheim freiwillig gemacht. Alles hat man da anschaffen müssen. Und jetzt sollst du auf einmal für dich und zwei fremde Kinder sorgen. Das geht schon, Mama. Wer's denn? Ja, das ist auch mein Problem. Ich sieg's eben nicht. Dorni, noch ist Zeit. Schau, ich wollte ja gewiss nichts reinreden, aber ich an deiner Mama, Stelle... Mama, ich muss. Das Taxi kommt jeden Moment. Also machen wir's kurz. Ich schreib da, ich pass auf mich auf, ich mach da keinen Schand. Das verspreche ich. Noch was, Dorli. Du, die Mannsbrüder da drüben in London, die sind bestimmt genauso wie die unseren auch. Die haben bestimmt nur das eine im Kopf, verstehst du? Mama, ich muss. Dorli, was ich damit sagen will, ist, dass du ein junges, hübsches Madel bist. Lass da von denen Londoner Strizi nicht die Ohren vollsäuseln. Weißt du, das klingt in Englisch bestimmt als viel romantischer als wie ein Deutsch. Weißt du, wie bei den Schlager? Aber glauben darfst du es nicht. Und vergiss dich nicht. Nie und in keiner Situation. Versprichst du mir das? Ja, Mann. Ich versprich dir. Taxi. Mama, das Taxi ist da. Ja. Zum Papa habe ich schon Pirko gesagt. Pirk die Mama. Soll ich nicht doch mit zum Flughafen fahren? Ja, dann dauert der Abschied ja noch länger. Fahrt schon sehen. So schnell geht das. Dorli ist weg. Hm. Wo warst denn du? Ja, da im Garten. Ich habe ja noch nachgeschaut. Ach. Sind wir jetzt wirklich ganz allein, Billy? Ich glaube schon. Und? Was machen wir jetzt? Was wir immer gemacht haben? Vielleicht. Und ein bisschen mehr füreinander da sein. Ja, brauchen wir uns ja immer wieder, unsere Kinder, auch wenn sie jetzt alle auf einmal davor geflattert sind. Glaubst du das, Willi? Ich komme mir vor, wie wenn mir jemand mit dem Holzhammer auf den Kopf aufgehauen hätte. Ich begreif's einfach nicht so schnell. Schau, ich habe jetzt eine Woche Urlaub. Na, bist nicht allein. Bis nächste Woche wirst du dich dann schon dran gewöhnt haben. Ich soll mich in einer Woche dran gewöhnt haben, dass meine Kinder, die 20 Jahre lang Tag und Nacht um mich rum waren, nicht mehr da sind. Glaubst doch selber nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber jetzt ist eine Ruhe mit dem Selbstmitleid. Wir sind ja allein auch noch wer, oder? Du waschst jetzt dem Kleinen seine Klamotten, ja. Er holt sich in ein paar Tage ab. Marsch! Ja, und jawohl! Das hätte ich ja sowieso gemacht. Was machst du? Ich fahre in die Stadt und hole Reiseprospekte. Ja, und dann wird unser Traumurlaub gebucht. Mir ist nämlich heute Nacht blitzartig eingefallen, wo wir zwei hinfliegen. Moment einmal. Ich mag nirgendwo hinfliegen. Da wird mir bestimmt schlecht. Das werde jetzt einfach ausprobiert. Ich bin fest entschlossen. Wir zwei fahren nach Hawaii. Da waren nämlich die Heichen jetzt noch nicht. Sag mal,
verrückt worden. Was wollen denn wir in Hawaii? Luis, hörst du das, wie das schon klingt? Hawaii. Na, ich sehe schon direkt vor mir. Palmen, die sich sanft im Winde wiegen. Schneeweiße Strände, bunte Segel auf azurblauem Gewässer in der Ferne. Die leise Melodie einer Hawaii-Gitarre. Hallo. Bring mir nicht raus. Kaffeebraune Mädchen, bekleidet nur mit bunten Blumenkränzen, wiegen ihre Hüften zu sphärischen Klängen. Und mir zwar, Luise und Willi Obermüller aus Old Germany, liegen träge einen eisgekühlten Südsee-Cocktail schlürfend in unseren Hängematten und schaukeln sanft, Hand in Hand, zu den Klängen der Gitarre. Ah, oh, wunderschön. Da holst du jetzt ganz rein. Stellt sich da hin, wackelt mit dem Hintern und stellt sich leicht bekleidet im Magel vor. Hast du sowas schon mal gesehen? Du brauchst doch nicht eifersüchtig sein. Die Madeln siehst doch du auch. Na, jetzt sei doch nicht so unromantisch. Du, so wahr ich hier vor dir stehe, ich erfülle mir diesen Traum. Und du sollst auch nicht für den Rest deines Lebens zwischen Waschmaschine und Küchendunst dahinwalken. Also für mich hast du zu viel Sonne erwischt. So, und jetzt wasch ich mal an Felix sei Wäsch. Und für dich war's auch gescheiter, du würdest was Produktives tun. Dann darfen da deine Hawaii-Flausen nämlich gleich vergehen, gell? Also wenigstens habe ich dir auf andere Gedanken gebracht. Also vierte Lösung. Und vergiss nicht. Hallo, du Spinner, du! Hat was vergessen? Oder ist vielleicht die Dorle? Vielleicht hat sie sich anders überlegt. Ich glaube, die Anstrengung mit Hawaii war umsonst. Das kann ja lustig werden. Ja, grüß euch! Grüß dich, Gott, Luise! Wir kommen nur zufällig vorbei und da wollten wir schnell reinschauen. Wir stören doch nicht, oder? Ja, der Willi wollte noch in den Start und ja. Ich. Ja, das hat doch alles noch Zeit. Komm, sitz dir ein bisschen her. Wir haben ja so viel zum Erzählen. Ja. Willi, ich kann dir gar nicht erzählen, was mir passiert ist. Eine Katastrophe, sag ich dir. Das kannst du laut sagen. Unser ganzer teurer Urlaub, praktisch für Katzen. Ja. Ein schöner Urlaub. Habt ihr einen Unfall gehabt? Ja, okay, viel schlimmer. Stellt euch vor. Meine nagelneue, voll elektronische, 1000 Euro teure Kamera, die muss gespunnen haben. Von 15 Filmen a 36 Aufnahmen habe ich gerade mal 4 Beutel gebracht. Ja, und? Und, sagt er, ja, begreifst du die Tragik dieser Tatsache nicht? Das ist ein Drama. Also Sorgen habt ihr? Das verstehst du nicht, Luise, weil du noch nie so einen sündhaft teuren Urlaub gemacht hast. Das ist für uns ein unersetzlicher Verlust. Für mein Gustav noch viel mehr. Also das verstehe ich jetzt nicht, so ein Urlaub. Ich meine, die Erinnerung daran, die hat man doch im Kopf. So was vergisst man doch nicht, auch ohne Bilder. Aber zeigen kannst du das niemand, nicht? Man möchte doch seine Eindrücke weitergeben an Leute, die sich so eine Reise nicht leisten können. So wie mir zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ja, und außerdem habe ich den ganzen Urlaub praktisch nur durch die Linse mitgekriegt, gell? Mir fehlt da einiges. Aber das wirst du nicht verstehen, weil du bist eben kein Globetrotter, also lass das. Ja, so hat eben jeder seine Probleme, gell? Bei uns sind heute unsere 3 Kinder aus dem Haus gegangen. Das ist bitter. Sei doch froh, Luise, dass sie endlich draußen. Hast nix für Arbeit gehabt. Das Geld haben sie euch aus der Tasche gezogen. Jetzt könnt ihr endlich an euch denken und das Leben genießen, so wie mir. Also, Emma, das verstehst du nicht. Du warst ja leider nie in der glücklichen Lage, eigene Kinder zu haben. Was sagst du jetzt das so spitz? Wir wollten's nicht anders, gell? Wir sind zufrieden so, gell, Gustav? Und unsere Reiseeindrücke aus aller Herren Länder kann uns kein Mensch nicht nehmen. Genau. Und wenn wir diesmal auch keine Dias mitgebracht haben, fliegen wir halt nochmal hin. Was soll's? Weswegen wir eigentlich gekommen sind, Luise. Nachdem ihr jetzt quasi ein kinderloses Ehepaar seid, habt's nicht Lust. Wir fahren in 3 Wochen für 2 Tage nach Verona. Das ist nicht so teuer, das könnt ihr euch hier auch leisten. Verona, was soll man da?
Naja, mal ein bisschen was für eure Bildung tun. Ja, du, da spielen sie in der Arena die AIDA. Ein unvergessliches Erlebnis. So was muss man einmal erlebt haben. Nein, ich nicht. Marco, ihr seid da sicher nicht Banausen, glaubst du das? Geh weiter, ich mag immer. Siehst du ja bei den Obermüllers, da ist jede Liebesmüll vergebens. Du meinst wunders, was du tust für dein besten Freund. Jetzt reg dich noch wieder ab. Ich habe noch nicht nachgesagt, aber überlegen werden wir ja wohl noch dürfen. Komm, hock dich wieder hin. Magst du einen Cognac? Nein, zuerst möchte ich eine Antwort. Ich muss morgen buchen, weil so Bildungsreisen, die gingen weg, wie die Mama Simin. Was meinst du, Lisa? Magst du zur AIDA nach Verona? Ich weiß nicht. Merkst du das, Gustav? Die Luise ist kaum zu bremsen vor lauter Begeisterung. Naja, Kultur und Bildung ist halt nicht jedermanns Sache, gell? Also, ich will ja nichts sagen, gell? Wir sind seit Jahren befreundet. Aber das muss hier mal mit aller Deutlichkeit festgestellt werden. Euer beider Interesse an Kultur ist doch erst mit eurem zunehmenden Wohlstand gestiegen. Wir kennen euch aber noch von anderen Zeiten. Ja, ich komme da noch ganz dunkel daran erinnern, Gustav, dass du so vor 15 Jahren mit deinem Kiosk gestanden bist und ein Landler nicht vom Richard Wagner aus unterscheiden kann. Also bitte, verschont sein mit eurem überheblichen Kulturgequassel. Ja, und da muss ich gleich auch noch was dazu sagen, weil das stinkt uns nämlich schon seit Jahren, dass ihr uns immer unter die Nasen reibt, wie blöd wir eigentlich waren, dass wir drei Kinder großgezogen haben und keine Dias von alle möglichen Winkel der Welt vorweisen können. Ja, so, meine lieben Freunde, wenn ihr jetzt beleidigt seid, können wir leider nichts machen. Wenn nicht, was ich hoffe, dann kannst du gleich für uns zwei Karten für Verona mitbestellen. Warum machst du denn jetzt so unwirsch? Ich bin ja kein wirscher Typ. Was meinst du, Emma? Geh mal. Emma, magst du einen Kaffee? Gern, Lüssi. Ja. Ach, dann trinken wir jetzt unseren Cognac. Ja, auf den Schrecken auf. Also, na, Prost, Willi. Wir sind doch heute Freund. Das bleiben wir auch. Prost, Gustav. Prost. Halt, Leute! Ich habe eine ganz gute Idee. Du trinkst doch auch einen Kaffee bei uns. Ich habe einen ganz guten Erdbeerkuchen. Und ihr wart's doch eh schon lange nicht mehr da. Ja, aber ich habe eigentlich gar keine Zeit. Geh, das lasse ich nicht gelten. Schau, ob jetzt wir bei euch rumhocken oder hier bei uns, das bleibt sich doch wurscht, oder? Ich meine, der Nachmittag ist es so schon hin. Ja, aber ich muss jetzt. Keine Widerrede, geh weiter. Ja, aber die Dias müssen wir keine anschauen. Ah, red ein paar Plätze. Und du, Gustav, bist dann auf andere Gedanken, gell, Lüssel? Auf andere Gedanken bin ich heute schon gekommen. Aloha, hey. Aloha, hey. La 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 la. Komm nur rein! Dana wird's auch. Und der Papa will dich bestimmt auch kennenlernen. Okay, setz dich doch hin. Sag mal, wird bei euch geraucht? Geraucht? Nein, eigentlich nicht. Aber der Mama macht das gewiss nichts aus. Mama? Papa! Ich glaub's nicht. Kaum ist die Kinderschar aus dem Haus und schon sind die Alten ausgeflogen. Hast du einen Aschenbecher? Ein Aschenbecher? Ja, da sind eigentlich am Papa seine Erdnüsse drin, gell? Weißt, wir sind ja nicht Raucherhaus. Das ist mir wurscht. Wir hätten ja wirklich nicht gleich heute kommen müssen. Nur deine Eltern hätte ich schon noch kennengelernt. Hey, Angie. Mama hat gestern einen schweren Tag gehabt. Alle drei sind mir gleichzeitig raus bei der Tür. Schau, ich wollte dir heute eine Freude machen. Mit dir. Was? Mit mir? Meinst du, dass sie da so eine Freude hat? Also. Ach, ganz gewiss, du. Mama ist doch klasse und denkt sehr großzügig. Und dann wollte ich auch noch mal reden mit dir. Aber das kann man bei mir doch auch. Nein, das ist doch das Problem. Weißt, bei dir, da ist mir alles noch so fremd. Ach, du meine Güte, fremdeln tut das Bubele. Ja, Herrschaft, Zeiten, jetzt nimm mich doch einmal ernst. Ich bin ja gerade noch als Kind mehr. Nicht? Was ich sagen will,
Ich will nicht umsonst bei dir wohnen. Ich will die Hälfte der Unkosten selber zahlen. Okay, Felix, das ist doch ein kompletter Schmarrn. Ja, was soll ich denn mit dem Geld, bitteschön? Ja, meinetwegen schmeiß es zum Fenster raus. Ich brauch dein Geld nicht und das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Und ich hab meint, wir wären uns über diesen Punkt einig. Nein. Wir sind uns über diesen Punkt nicht einig, sondern du hast mich nie ausreden lassen. Entweder ich zahle oder ich zieh nicht bei dir ein. Das bist du schon, mein Lieber. Das bist du schon. Dann zieh ich halt wieder aus. Mein Gott, jetzt sei doch nicht so kindisch, Felix. Mein Papa zahlt doch alles. Viel mehr, als ich eigentlich brauche. Na, was soll ich also mit deinem bisschen Geld geben? Das ist doch läppisch. Dann bin ich halt kindisch und läppisch. Ich weiß selber, dass ich wenig Kohle habe. Aber ich lass mich nicht. Ich lass mich nicht. Was? Ich lass mich nicht von einer Frau aushalten. Ah, das druckt dich also. Also gut, wenn du mir nicht meinst. Ja, dann gibst du mir Geld. Und ich leg's für dich auf ein Konto. Nein, genau das machst du nicht. Du, ich brauch mich von keinem Mannsbild anschreien lassen. Merk dir das. Entschuldige bitte. Aber es bleibt bei unserer Abmachung, okay? Ja. Aber jetzt lass mir den Schmarrn. Komm her. Du magst mich. Warum meinst du, dass du sonst bei mir wohnen kannst? Nein, vielleicht kriegst du keinen anderen. Also, dich kann man so lassen. Was meinst du, dass dein Papa zu mir sagen wird? Den Fall ist hundertprozentig. Auf den ersten Blick. Weißt, diese geschniegelten Jungdynamischen, die kann er auf dem Tod nicht ausstehen. Aber du bist so ein natürlicher, bodenständiger Kerl. Sowas mag er. Und ein Erbschleicher bin ich auch nicht. Ich kann für meinen Unterhalt selber zahlen. Ja, weil du der Dickkopf bist. So, und morgen klär das kleine Papa, dass er dich in der Firma aufnimmt. Angie! Bitte warte nicht nur ein bisschen. Du weißt doch, ich hab noch andere interessante Angebote. Und die möchte ich mir erst noch anschauen. Ja, aber in unserer Firma ist es doch viel leichter. Ja, da kommst du doch viel schneller vorwärts. Und genau das will ich nicht. Ich will durch meine eigene Leistung vorwärts kommen. Nicht durch Protektion. Verstehst du denn das nicht? Na, tut mir leid. Das verstehe ich absolut nicht. Also ich habe mir immer den leichteren Weg gesucht. Na, und bin nicht absichtlich den schwereren gegangen. Easy going, verstehst? Du musst halt doch noch viel lernen, gell? Kann schon sein. Aber lass mich das bitte auf meine Weise machen. Also glaubst du es? Du bist doch der eigensinnigste Kerl, der mir je unter die Finger gekommen ist. Ja, mei. Musst halt du auch noch was lernen. Du super gescheites Emanzerl. Naja, nachdem sich da ein Rinnix abspült, würde ich sagen, packen wir's wieder. Schlimm. Da ist man erst einen Tag aus dem Haus und hat schon keine Kontrolle mehr über die Freizeitgestaltung seiner Eltern. Wo soll das noch hinführen? Mit ihrem Likör. Mein Gott, Bob süß war er ja, aber saugut. Luise, jetzt. Welch unflätiger Ausdrucksweise befleißigst du dich? Ritt doch nicht so geschwollen hinterher, wie unser Herr Lehrer damals in der Schule. Willi, außerdem hast du zu viel Obstleibisch. Weiß ich, aber saugut war er. Willi, meinst du, wir sind ein bisschen super? Ich mal nur ein bisschen angeheitert. Oh du, das haben wir auch dringend nötig gehabt. Schau der ab. Kaum sind unsere Kinder aus dem Haus, schon sind die Eltern sternhagelvoll. Arme Kinder. Ja, dass du immer übertreiben musst. Meinst du, wir dürfen immer lustig sein und lachen? So? Aber so wie gleich am ersten Tag. So, du meinst, eine gewisse Trauerzeit wäre wohl angebracht. Oh, bist doch mein liebes, dummes Luisa. Du, das wird schon wieder. Meinst? Jawohl! Und jetzt gehst du an deinen reich gefüllten Kleiderschrank, holst dir das schönste Kleid heraus. Da bin ich rausgewachsen, darum. Leider. Ja, dann holst du das zweite oder drittschönste Kleid heraus und dann... Und dann... Fahren wir nach Hawaii! Nein! Heute lade ich dich ganz fein und ganz sündteuer zum Essen ein. Oh,
Ich habe einen riesen Appetit auf Pizza mit ganz viel Knoblauch. Pizza, Knoblauch, wo bleibt denn da der Stil? Nein, wir dinieren bei Kerzenschein, Champagner und leiser Musik. Wenn's so fein sein soll, dann muss ich doch das rausgewachsene erzählen. Die anderen sind viel zu harmlos. Ach, jetzt red nicht mehr lang, zieh irgendwas rot. Du und noch was. Du wieder ein bisschen ein Lippenstift hin. Und von dem teuren französischen Parfüm. Willi! Also mein Herzchen, Pinky, für uns beginnt ab heute ein neues Leben. Also ab mit dir! Willi! Wenn dies unsere Kinder gesehen hätten, pfui! Hallo! Hallo! Du, ich geh gleich ins Wasser, falls du mich suchst! Ich finde dich überall! Nein, ich darf's wieder heiraten. Willi? Ja? Gehst du ins Wasser? Na, no, ich möchte schon noch ein bisschen leben! Willi? Ah, was ist? Du, Willi, jetzt schau ich wirklich aus wie in eine Wursthaut gepresst! Du, wie die Dorle! Da werde ich geschimpft! Was mache ich denn jetzt? Ja, anlassen! Enge Kleider sind unheimlich sexy. Ja, aber doch nicht in meinem Alter. Was hat denn das mit dem Alter zu tun? Denk doch nur mal an die Lolo Brigida oder die Lorraine. Bei denen ist auch noch alles da. Hinten bzw. unten rum. Und die Oberweiten ist gerade so, wie ich es mag. Was du heute wieder alles sagst. Was hast du gesagt, Mausel? Oh, Mausel! Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Mama! Papa! Wo sind denn die zum Donnerwetter? Da wäre ja sauber aufgeschmissen. Mama! Also jetzt lass ich einfach die Wurst hoch. Jetzt ist aber schon Wurst. Sonst wacht er doch auf. Ah, der Papa ist doch bloß im Bad. Bist wieder daheim bei deiner Mama, gell? Hat's dir nicht gefallen bei deinen langhaarigen Freund, ha? Wie schaust du denn aus? Ich ist ein bisschen arknapp, hä? Elegant, gell? Ja, unheimlich. Ja, du hast mir die letzten 15 Jahre bloß in meiner Arbeitskleidung gesehen. Das ist doch ganz klar, dass es dir jetzt die Sprache beschlägt. Hast du was getrunken, Mama? Nur 7 Likörchen. Nicht der Rede wert. Warum? Sauber. Und diese Frau, einer Alkoholikerin, soll ihr Kind anvertrauen. Nur eine Frage, Mama. Hast du heute noch was Größeres vor oder magst du in dem Outfit bloß Fernsehen? Der Papa und ich, wir gehen heute ganz groß und ganz fein und ganz vornehm. Und ganz psuffen. Angeheitert zum Dinieren. Warum? Da bin ich schon beruhigt. Ich hab schon Angst gehabt, der Kummer über unseren jähen Auszug aus dem Elternhaus hätte dich zu einer gebrochenen, frühzeitig gealterten Frau gemacht. Ja, aber dem ist ja nicht so. Oh, mein Bub, was warst denn du? Ich bin halt heute ein bisschen lustig. Zugegeben auch mit etwas Zuhilfenahme von Alkohol. Aber jetzt geht's mir ja gleich viel besser, wo du wieder da bist, gell? Nein, Mama, du unterliegst einem Irrtum. Hä? Ich komm nicht heim. Nee? Warum nicht? Mama, die Sache ist die. Ich hätte heute ganz fest mit dir gerechnet. Das kannst du doch, mein Kind, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, das hab ich gesehen, ne? Der kaum ist raus beim Loch, dann macht sie auf High Life. Na, Mama, die Sache ist die. Ich hab ein Kind. Was? Oh, Willi? Willi? Jetzt, Mama, was hast du denn? Ich krieg keine Luft, das Kleid ist so eng. Dann zieh mal den unendlichen Fetzen aus. Verschwiegen? Wie alt ist denn der arme Wurm? Mama, hast du einen Getriebeschaden? Das Kind gehört doch nicht mir. Nicht? Warum nicht? Das ist ja nicht zu fassen. Ja, das ist ja einfach nicht zu fassen. Mama, ich glaube, einer von deinen 7 Likören hat dir ein paar Sicherungen durchgebrennt. Ha? Da, jetzt hast du ihn glücklich aufgeweckt durch dein Geschrei. Ja, aber entschuldige bitte mal. Was ist denn das für ein Kind? Mama,
Dein logisches Denkvermögen scheint dich heute ein bisschen im Stich zu lassen, gell? Ja, das ist doch ganz einfach. Nachdem ich in der Studentenbude ja nicht ganz umsonst hausen kann, dann muss ich halt ein bisschen jobben nebenher. Ja, aber das stört doch so ein Kind. Ich mach an Babysitter-Mama klar. Ja, und gerade heute fällt der erste Trompeter von unserer Band aus und die brauchen wir jetzt ganz dringend. Ja, aber da kann das Kind doch nicht schlafen, wenn du trompetest. Ja, das ist ja das Problem. Also ich hätte mir gedacht, dass du bis um 12 Uhr auf den Schratzen aufpasst. Da vielleicht noch wickeln, das Flascherl ist in der Tasche drin. Ja, und ich hole ihn halt dann wieder ab. Wen? Diesen männlichen Säugling da draußen. Um 1 kommen dann die leiblichen Eltern wieder und das Kind liegt friedlich schlafen in seinem Bett. Hast du mir jetzt verstanden, Mama? Ja, aber der Papa und ich, wir wollten doch heute ganz fein und ganz groß zum Essen gehen. Ja, das kannst du doch morgen auch noch machen. Mama, bitte, lass mich nicht hängen. Wenn die Band heute nicht spielt, dann ist der Vertrag futsch. Und der Papa hat extra Bot? Das ist ein guter Argument. Ja. Wo kommt denn das Kind da her? So! Na, Papa, nicht meins! Ja, sagst du die? Kannst du doch nicht einmal einen Babysitter machen, ohne dass man gleich aufs Infamste verdächtigt wird? Mach ja goldig, Willi, schau doch! Und denn mir? Der Kampi interessiert mich nicht. Und dich, dieser Ras, es tropft ja schon aus der Tasche. Stinkert oder auch? Jetzt lacht der Willi noch! Prima, das ist ja Liebe auf den ersten Blick. Ja, dann ist alles rot. Also, servus beieinander. Halt. Ich hab nicht gesagt, dass du das Kind da lassen kannst, gell? Du kannst nicht einfach so über den Papa und mich verfügen. Der Papa und ich, wir wollten nämlich... Ja, sehr richtig. Wir wollten heute ausgehen. Ja, das haben wir uns nach über 20 Jahren Kindererziehung auch reichlich verdient. Was soll ja so bitteschön dieses Kind hier bei uns? Jetzt macht so kein Drama, zwecks dem kleinen Scheißer da. Wir haben's doch der Mama schon erklärt. Ich tät heute ganz fest mit euch rechnen, dass ihr ausnahmsweise mal auf den Kleinen aufpasst. Ja, weil nämlich der Trompeter von seiner Band krank worden ist. Aber trotzdem, nein, heute haben wir keine Zeit. Morgen kannst du ihn bringen. Wir spielen aber heute nicht morgen. Ich schaff's nimmer. Na, das ist uns aber wurscht. Der kriegt doch eine Gehirnerschütterung. Sag mal, weißt du, weil ihr jetzt alle draußen seid, dass die Mama für den Rest ihres Lebens mit dem Kinderwagen durch die Gegend zockelt und fremde Kinder aufzirbt? Erstens ist es kein Kinderwagen, sondern eine Tragetasche. Zweitens ist es nicht für den Rest ihres Lebens, sondern gerade heute Abend. Und drittens habe ich nicht wissen können, dass ihr am ersten Abend, wo man euch allein lasst, gleich total ausflippt. Mein Knabe, es tut mir furchtbar leid, aber ich hoffe, du stehst auf Jazz. Was? Der muss doch erst einmal gewickelt werden. Das macht nichts, Mama. Das hält schön warm. Ja, also dann, gute Nacht. Das heißt, einen vergnügten Abend beisammen. Ich bin aufs Tiefste enttäuscht. Vor allem von dir, Mama. Warte mal. Willi, wir kannten doch eigentlich auch morgen, oder? Oder übermorgen? Ja, oder nächstes Jahr, das kenne ich schon. Mach doch, was du willst. Wisst ihr es jetzt bald? Also gut. Gut, ich drück noch mal ein Auge zu. Aber das war das erste und letzte Mal, dass du uns ein fremdes Kind ins Haus bringst, gell? Obwohl ich ja grundsätzlich nichts gegen Babys habe. Ja, besonders, wenn sie so impertinent stinkern. Also wenn du schon so einen Job annimmst, dann erledigst du ihn auch selber. Was, das jetzt endgültig ja? Verschwend. Dankeschön mit der Hand. Ui, jetzt passiert's aber. Ah, du! 6 € kriegst du in der Stunde, gell? Da kannst du deine Frau mal wieder endlich ganz elegant und nobel zum Essen ausführen, gell? Servus! Was sagst du jetzt da dazu, Herr? So schnell kommst du zum Kind. Und ich hab mich so auf ein Essen zu zweit gefreut. Bei Kerzenlicht und leiser Musik. Und dafür darf jetzt das gestinkerte Bagel da wickeln. So was, ha? Jetzt lacht der doch kein Grund. Lach nicht! Nicht für mich! Der kann doch nichts dafür. Komm, trau mal ins Bad raus. Willi, schau, was verlieren wir denn schon an einem Abend, ha? Uns bleibt doch immer noch Hawaii. Hallo,
Mama, es geht mir gut. Die Leute sind soweit ganz nett. Auch mit dem Kochen komme ich gut zurecht. Nur die Kinder nerven manchmal ganz schön. Jetzt kann ich mir erst vorstellen, was du mit uns dreien mitgemacht hast. Ja, Madl. Der Papa hat schon recht. Vieles lernt man erst, wenn man auf eigene Füße steht. 1000 Bussi und liebe Grüße an alle, eure Dorle. Naja. Jetzt bin ich schon beruhigt. Naja, stricken mag ich heute auch nicht mehr. Garten. Im Garten könnte ich noch ein bisschen rausgehen, aber rentiert sich auch nicht mehr. Es ist ja wirklich nicht zu fassen, gell? Mir ist doch tatsächlich langweilig. Keine Streiterei, kein Trompetenspielen, kein Telefon. Das Bad ist in der Früh immer frei. Hey, kommt der Willi schon heim? Ja, Felix! Servus, Mama. Mein Gott, du! Endlich lass dich mal sehen. Wie geht's dir denn? Hast du denn Hunger? Ja, Hunger hätte ich schon. Gut, dann mach ich dir gleich was zum Essen. Du, bei uns gibt's halt Rahmschnitzel, das machst du doch so gern, gell? Hast du aber schon ein bisschen länger Zeit, oder? Ja, ja, eigentlich schon. Was schaust du denn so dasig? So was, Bub. Eigentlich hättest du uns die Angie schon mal vorstellen können. Wir haben immer drauf gewartet. Wir waren ja gleich am nächsten Tag da. Aber ihr wart's nicht daheim. Und morgen bist du geworden. Kocht's nichts, die Angie. Geh, da hat sie doch gar keine Zeit dazu. Weißt, wir gehen meistens essen. Aha. Mama, einen neuen Job habe ich auch gerückt. In der Bank, in der ich meine Lehre gemacht habe. Die haben mich gleich wieder genommen. Ja, das ist ja wunderbar. Dann ist alles in Ordnung. Oder? Oder nicht? Mama, ich mach's kurz. Meine Zeige steht draußen. Kann ich wieder heimkommen? Oh Gott. Nein. War's denn nichts mit dir und der Ranch? Ach, Mama. Die letzten 3 Wochen, das war der reinste Horror. Einbeuten. Tut sich die Wunder was auf das Geld von ihrem Vater. Andauern, was wegen irgendwas anderem beleidigt. Und wenn ich nicht so gesprungen bin, wie sie sich das einbeut hat, dann hat sie das ganze Haus zusammenblärt. Ach du lieber Himmel. Mama, die hat einen kompletten Kasperl aus mir gemacht. Das ist ja furchtbar. Ja, und ihr Vater erst. Das war der Allerschönste. Der hat ununterbrochen bloß noch vom Heiraten gefaselt. Ich, ein Jüngling in den besten Jahren. Da schnallst du doch ab. Ja, aber ich hab gemeint, du magst die Angie. Wiener Würstel mag ich auch, aber deswegen heirate ich noch keinen. Ja. Für den Herrn Papa, da war ich natürlich der ideale Schwiegersohn gewesen. Daheim und im Betrieb. Nein, aber ohne mich. Was soll jetzt ich dazu sagen, Paul? Du wolltest deine eigenen Erfahrungen machen und wahrscheinlich war es gut so. Weil auf uns hättest du ja sowieso nicht gehört. Mama, ich hab das Gefühl, als wäre ich im letzten Augenblick der Galerie entkommen. Mein Hirn hat zwar kurzzeitig ausgesetzt, aber jetzt hab ich's wieder. Du, meinst du, der Papa, der wird arg narrisch sein, weil ich jetzt wieder daheim bin? Boah, da brauchst du doch keine Angst haben. Am Anfang wird er halt ein bisschen mosern, kennst du einen Papa? Oh, Bub, bin ich froh, dass wir das überstanden haben. Ja. Das ist ja so gut. Ja, Mama, ich bin ja jetzt wieder daheim. Weißt du was? Jetzt geh ich gleich raus, hol mein Zeigel und räum's ins Zimmer auf. Ach, halt, Felix. Das geht ja gar nicht. Ich hab ja aus deinem Zimmer ein Näh- und Bügelzimmer gemacht. Da kannst du es nicht rein. Das heißt, ich muss das erst wieder rausräumen. Weißt du was? Na, geh in Karli sein Zimmer. Das ist eh das Schönere. Ja. Hast du von diesem verlorenen Sohn einmal wieder was gehört? Ja, der kommt jede Woche einmal vorbei. Okay. Immer wenn am Skate ausgegangen ist. Jetzt hol dein Gepäck. Du Mama, ein Haufen Dreck, die wisch hab ich auch. Ja, weißt du, die Angie, die hat ja nicht gewaschen für mich. Sie hat immer gesagt, die soll sie in die Wäscherei bringen. Aber ich bin da nicht bescheuert. Aber
Hast ja eine bescheuerte Mama daheim. So war das nicht gemeint. Ich hab mir in der letzten Zeit schon meine Gedanken gemacht. Okay. Ich hab doch jetzt erst begriffen, was du mit uns überhaupt für eine Arbeit gehabt hast. Das merkst du ja erst einmal, wenn es keiner mehr tut. Was du nicht sagst. Hä? Mama, du zeigst mir jetzt, wie die Waschmaschine funktioniert. Mit Vorwäsch, Hauptwäsch und der ganze Schmarrn halt. Weil ich in Zukunft mein Wäsch selber wasch. Das war doch gelacht. Also ich bin platt. Und die anderen. Falls von denen mal wieder einer da auftaucht, werde ich diesbezüglich auch den Marsch blasen. Das wird höchste Zeit. Du Mama. So was. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Mama, Papa. Ich bin wieder da. Wir sind die schon wieder ausgeflogen. Das ist ja nicht zum Fassen. Da schiffst nach wochenlanger Odyssee wieder in den heimatlichen Hafen ein und da ist kein Mensch da. Oh ja, dann geh ich inzwischen zum Joe. Hm. Hey. Der Mister, da hört sich doch. Das ist ein Kalle seine Trompeten. Kind liegt zufällig keins rum. Luise! Bist du schon da? Ist was los? Das kann man mal sagen. Schau dir mal dieses Stilleben an. Natürlich direkt vor der Tür, dass er jeder gleich drüber fliegt. Dieses Chaos da schaut ganz nach deinem Sohn Karl aus. Du, das war vor 5 Minuten noch nicht da. Oh, den Bürscher werde ich am Marsch bloßen. Jetzt beruhig dich doch, Willi. Er ist selber noch gar nicht da. Ja, das ist nur die Frechheit. Bei uns den Mist abladen und dann wieder verduften. Es klingt ja schon, dass wir zweimal in der Woche für ihn einen Babysitter für fremde Kinder machen. Mama, die erste Maschine läuft schon. Ah, servus, Papa! Wenn das auch noch ist! Bin ich da vielleicht im Verkehrten aus? Wo kommt denn der von mir her? Oder gehört das Grafi da vielleicht dir? Ach, okay, Papa, du, ich hab doch keine Trompeten. Mensch, ist der Kali auch wieder heimgekommen? Moment, Moment einmal, ganz langsam. Du bist der Felix. Ja, ich mein schon. Der Sauhaufen da, der gehört an Kali. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also, ich für meine Person kann nur sagen, dass ich reumütig wieder nach Hause zurückgekehrt bin. So, so. Ja, und so wie es ausschaut, hat mein Bruder Karl den gleichen Entschluss gefasst. Weil, wo die Trompete ist, da ist der Karl. Und wo der Karl ist, da ist die Trompete. Klar? Ja, was glaubt's denn hier? Soll denn der ganze Zirkus wieder von vorne gehen? Mensch, Willi, jetzt schimpf doch nicht. Ja, ich will jetzt aber schimpfen. Also schimpf ich. Dann wird mit einem Riesentrara alles hingeschmissen und abgehaut. Moment, war der endlich draußen aus dem Tempel. Mama hält mir tagelang die Ohren voll. Man macht bescheidene Ansätze, langsam wieder an sich selber zu denken. Und dann tanzen sie da rein und holen wieder an. So geht es nicht. Warum bist du überhaupt da? Ich mach jetzt aber einen Kaffee. Zur Beruhigung. Ja, du weißt, dass mir Kaffee noch mehr aufregt. Also, mein Sohn, ich höre. Ja, aber hinsetzen darf ich mich schon noch, oder? Okay, reg keinen Schmarrn. Ich hab's doch eh der Mama schon alles erzählt. Es war ein Fehler, dass ich gleich zur Angie gezogen bin. Aber ich hab halt auch gemeint. Ach so, ja. Du hast gemeint. Du, das musst du merken. Solche Spielchen haben schon zu unserer Zeit nichts gesagt. Aber ihr Jungen, ihr seid ja alle so gescheit, wisst alles besser. Und wir Alten sind durch die Bank blöd und verdrottelt. Das hab ich nie gesagt, Papa. Aber denkt, ich sag dir das. Ist ganz gut, dass du mal richtig auf die Nasen gefallen bist. Nur ein paar Mal machen wir den Zirkus nicht mit, ist das klar? Klar, Papa. Mei. Ich bin so froh, dass ich wieder daheim bin. Ich schon auch, Bruder. Ich schon auch. Und noch was, Papa. Also, wenn es dir recht ist, dann hilf dir ab und zu im Garten. Was? Ja, mir schmecken die Erdbeeren ja auch. Und wenn du gerade mal keine Zeit hast, dann wasch ich dir das Auto. Ja, da bin ich fein nicht so. Ja, du musst ja wirklich schlecht gegangen sein. Ah. Ja, Papa. Da schau her, der zweite verlorene Sohn. Ja, ich brich ab. Bist du am Ende auch wieder da? Du hast den Kali. Darf ich vielleicht erfahren, was dich wieder an den häuslichen Herd zurücktreibt? War wohl nix mit der großen Freiheit. Also Papa,
Sowas von einem perfektionierten Chaos wie in derer Studentenbuden, das kannst du dir nicht vorstellen. Du, zu acht haben wir ein Bad gehabt. So ist schon mal losgegangen, gell? Ja, und Trompetenspulen habe ich auch nicht kennen. Weil ununterbrochen hat sich irgendwer drüber aufgeregt. Du, die haben mich ja sowas von genervt, dass ich beinahe vorgekriegt hätte. Gibt's das, dass die irgendwer noch mehr nervt als bei mir? Und nachdem ja zwei Drittel aller Studenten weibliche Wesen sind, da war ich ja praktisch die ganze Zeit von Weibern umgeben. Das hält doch kein Mensch im Kopf nicht aus. Kann ich dir nachfühlen? Mich hat auch nicht so geschafft. Ja. Übrigens, Kali, in dein Zimmer kannst du nicht rein. Da bin ich jetzt wieder. Bist du nicht ganz sauber? Ja, tut mir leid. Du, Mama hat aus meinem Wirtschaftsraum gemacht. Momentan nicht beziehbar. Ja, gehst halt so lange der Dorle ihr Zimmer. In dem berühmten Albtraum in Pink? Ja, da haut's mir jetzt nicht so aus. Du kannst auch gleich wieder zurück in deine Studentenklause, ja? Ich halt dich nicht. Papa, das ist voll Erpressung. Mein Papa freut nicht wenigstens ein bisschen, dass ich wieder da bin. Oh, das ist ja mein Problem. Aber jetzt räumen wir mal den Klump da zusammen. Siehst du, Papa, ich hab doch gewusst, dass du dich freust. Kali! Ich hab doch gewusst, dass du da bist. Jetzt bleibst du aber schon da, gell? Klar, Mama, alles okay. Siehst du, Lösel, deine Trauerwochen um die verlorenen Kinder waren ganz umsonst. Ja. Und ihr zwei, wenn ihr das nächste Mal die Kurven kratzt, dann überlegt euch das besser vorher, dann gibt's nämlich kein Zurück mehr, ist das klar? Klar! Klar. Zu Befehl, Herr General! Jetzt kommt's mit in die Küche, da gibt's was zum Essen. Und einen Kaffee und einen Kuchen hab ich auch noch. Und dann müsst ihr alles genau erzählen, gell? Sauber. Kaum sind die Kinder wieder im Haus, bin ich schon wieder Nebensache. Jetzt komm halt, Willi! Mir hat da keiner was gesagt. Seit wann brauchst denn du eine persönliche Einladung, ha? Es war 3 Wochen so schön. Alle haben es bloß mir zugehört. War ja kein anderer da, der was gesagt hat. Jetzt spüre ich halt nicht den künstlich Beleidigten, Willi. Schau, ich kenn dich doch. Ja, du kennst mich. Dass du da nur nicht täuscht. Für dich hab ich heute auch noch Überraschung. Da wärst spitzen. Was hast du denn angestellt? Was hast du denn da angestellt? Bin ich vielleicht einer von deinen Herren Söhne? Das wirst du bei Gelegenheit schon erfahren. Ah, oh, sag mir's gleich. Nix da, wirst du es erwarten können. Pass ab in die Küche zu deinen missratenen Söhnen. Piet, wenn es unsere Burg gesehen hätten. Du, das wollen wir gleich mal ganz festhalten, gell? Ich bin in Zukunft nicht mehr bereit, auf die kleinen Freuden des Alltags zu verzichten, nur weil die Burm wieder da sind. Also du bist vielleicht ein Kindskopf, aber mir soll alles recht sein. Oh. Das ist die Emma, glaube ich. Die wollte heute Nachmittag noch mal vorbeischauen. Ich fange gleich beim Gartentür an. Geh du nur zu deinen Buben. Ach, bin ich froh, dass diese Fange wieder daheim ist. Geh mal, geh mal. Bitte schön, ja? Wir hätten die Sache auch vor der Haustür erledigen können, Herr Obermüller. Na, warum denn nicht? Ich wollte sie ja gerne mal kennenlernen. Ja, das ist ja jetzt leider für beide Teile nicht mehr von großer Bedeutung. Doch, 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 doch. So kann ich mir nämlich ein eigenes Urteil bilden. Ja, das ist Ihre Sache. Ist der Felix nicht da? Ja, da ist er schon, aber ich weiß nicht recht. Naja, ich kann sie ihm ja auch geben. Ich wollte dem Felix nur das Geld bringen. 80 Euro. Was? Das geht mir nicht so. Das müssen Sie schon mit dem Felix selber klären, aber bitteschön. Nehmen Sie doch einen Moment Platz. Ja, eigentlich gibt's ja nichts mehr zum Sagen. Darf ich? Ja, selbstverständlich. Wie Sie sicher wissen, hat mich der Felix, Ihr Sohn, verlassen. Ich weiß nur, dass er wieder heimgekommen ist, mehr nicht, aber dafür wird er sicher seine Gründe gehabt haben. Der Felix ist ja ein ganz lieber Bub, aber noch sehr jung und unreif. Daran ist unsere Beziehung gescheitert. Der muss erst einmal lernen, wo es lang geht. Na ja, Sie haben ja schon so eine enorme Lebenserfahrung vorhin, Angie. Wie meinen Sie jetzt das? Oh. Auf jeden Fall hat er nicht begriffen, was ich ihm alles geboten hätte. Ach ja? Was denn zum Beispiel? Ich meine, er hätte doch bei mir wirklich alles gehabt. Wenn ich da nur an meine schicke Wohnung denke. Ja, na dagegen ist er hier alles ein bisschen kleinbürgerlich, wenn Sie mich verstehen. Ja, ich verstehe Sie. Und dann mein Papa. Jede nur erdenkliche Chance hätte er ihm in der Firma geboten. Und er wirft einfach alles weg. Das ist doch unreif, Herr Obermüller. Ja, das kommt immer auf die Perspektive an. Und stattdessen geht er wieder in die Bank und versauert dafür den Rest seines Lebens hinterm Schalter. Okay. So ist es doch einfach bescheuert. Ah ja, wenn ich
Wenn ich genau darüber nachdenke, dann habe ich eigentlich durch die Bank bescheuerte Kinder. Ja, ja. Ich sehe schon, Sie wollen mich nicht verstehen. Das war mir eigentlich klar, dass Sie und ich verschiedene Sprachen sprechen. Ja, und ich gehöre ja auch zu einer überholten Generation. Aber eine Frage hätte ich noch. Ja, bitte? Was für eine Firma hat Ihr werter Herr Vater eigentlich, wenn meinen bescheuerten Sohn da eine so glorreiche Zukunft erwartet hätte? Naja, das ist ja jetzt nicht mehr von Bedeutung. Doch, 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 doch. Ich möchte mir gern das Bild über Ihre Familie abrunden. Also? Also gut, wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Es ist ja schließlich keine Schande. Mein Vater hat einmal als Schrotthändler angefangen. Naja, und jetzt ist er... Jetzt ist er immer noch Schrotthändler. Oh. Er hat aus eigener Kraft einen Riesenbetrieb aufgebaut und ein Vermögen damit gemacht. Ja, aber Tatsache ist, dass er immer noch mit Schrott handelt. Freut mich für Ihren Vater, dass er damit so viel Geld verdient. Ist ein ehrenwerter Beruf, nichts dagegen einzuwenden. Aber gegen Sie, seine verzogene Tochter, der das Geld vom Vater in den Kopf gestiegen ist, da habe ich was einzuwenden. Er hat in seinem Leben sicher was geleistet. Sie aber noch nicht. Das ist doch Unerhörtestes. Wissen Sie, was für Sie heute noch gut wäre? Wenn einmal einer käme, der Ihnen richtig den Hintern verhaut. Oh, das lasse ich mir nicht bieten. Von Ihnen nicht. Ja, wer bin ich denn? Eine aufgeblasene, hirnlose Gans. Wiederschauen. Proletarier! So. Oh. Herr Papa, du, das war doch jetzt gerade Angie. Allerdings. Was haben die wollen? Ja, erstens wolltest du dein Geld wieder zurückbringen. Ja, sag einmal, er hat den Tier Knall, hä? Nein, nicht bloß einen. Du, hast du da wirklich 3 Wochen gebraucht, bis du gespannt hast, was das für eine hohle Nuss ist? Ja, mein Papa, ich hab halt auch gemein. Ja, gefallen hat's mir halt. Du, Bub, schau dir die Frau, mit der du dein Leben verbringen willst, ganz genau an, ja? Sowas darf nicht nur öfter passieren. Klar? Da kannst du Gift draufnehmen, Papa. Ich bin geheilt. Zumindest für die nächste Zeit. Aber weißt, Papa? Nur an solch seelischen Tiefschlägen reift man zum Mann. Na gut, du Mann. Ich trinke jetzt eine Tasse Kaffee und dann geh ich raus und wasch mein Auto. Oder möchtest du das vielleicht? Ah, muss das heute sein. Weißt, ich hab gerade eine Trommel für Wäsche in der Maschine. Was? Dann wirst du halt aufs Knöpfel gedrückt haben. Geh, Papa, wo denkst denn du hin? Du, mit voller alleiniger Verantwortung, da hab ich aufs Knöpfel gedrückt. Weiß ich doch. Was? Herr Sachsen, die, da kommst du vielleicht ins Schwitzen. Jetzt muss ich gleich schauen, ob vorne schon durch ist. Ja, sicher Gespenst. Bist du gerade verloren? Ja. Warum bist denn du nicht in London? Psst, schrei doch nicht so. Wo kommst denn du her? Ich bin hinten beim Gartendellerei, dass mich nicht alle gleich sehen. Ja, aber warum bist denn du nicht in England? Hast du was ausgefressen? Haben sie hinausgeschmissen? Jetzt red schon! Felix, es war alles so furchtbar. Nee, jetzt waren doch nicht. Mama hat schon recht gehabt. Was musst denn du auch gleich nach London? Und du? Wieso bist du wieder da? Ah, das ist eine andere Geschichte. So, und jetzt spuck's aus, Schwesterherz, bevor der große Volksauflauf kommt. Was war los? Ja, also weißt, also die Kinder, die waren ja wirklich ganz lieb. Und ein schönes Zimmer habe ich gehabt mit Blick auf die Themse. Das war ja alles ganz wunderbar. Ja, wenn alles wunderbar war, warum bist du dann nach 3 Wochen wieder da? Also, der Hausherr, der Vater von den Kindern, weißt? Am Anfang, da habe ich ja das gar nicht so spitz gekriegt. Und dann wollte ich nicht unhöflich sein. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist das in England so Sitte. Was? Was soll da so Sitte sein? Schon am Flughafen hat er mich abgeschleckt und abbusselt. Das ist mir schon so komisch vorgekommen. Aber ich habe mir gedacht, das ist doch wirklich so der Brauch. Weißt du, wie bei den Eskimos, die sich dauernd die Nasen reiben. Das wäre mir schon der richtige Eskimo sein. Ich ahn schon was. Und dann hat er in der Wohnung sein Büro gehabt. Und immer wenn die gnädige Frau nicht da war, ist er die ganze Zeit um mich rumgestrichen. Alle Augenblick hat er was von mir wollen. Was? Sag's mir aber gleich. Ja, ein Tee oder sowas halt. Ach, ein Tee. Und dann, vor ein paar Tagen,
Seine Frau, die war gerade in der City beim Shopping. Da hat er dann... Was hat er? Zum Tappen hat er angefangen und hat gesagt, das letzte deutsche Mädel hätte sie auch nicht so aufgeführt. Und dann habe ich fürchterlich Angst gekriegt. Er hat mich am Arm festgehalten, die Kinder haben zum Blären angefangen und dann... Und dann? Dann ist Gott sei Dank die gnädige Frau heimgekommen. Ja, da fahr ja ich augenblicklich rüber und mach den kalt. Schrei doch nicht so. Die gnädige Frau, die hat gleich gemerkt, was da los ist. Das muss offenbar nicht das erste Mal gewesen sein. Und dann hat's die natürlich rausgeschmissen. Nicht mich, ihn. Sei ganz Graffel hat sie ihm runtergeschmissen, vom dritten Stock auf die Straße. Die Leute haben geschaut. Auf jeden Fall hab ich dann so schnell wie's gegangen ist, meine Sachen gepackt. Den zeig ich an. Dem werde ich was erzählen, diesem alten englischen Wüstling. Anständige bayerische Mädel verführen. Da hört sie bei mir die Gemütlichkeit auf. Das ist ja nun mal gut gegangen. Mir wird bloß Angst, was die Mama und der Papa sagen, wo ich doch unbedingt hab fort wollen. Drum soll ein Kind die Weisen lehren, der alten Leute stets verehren. Ich glaub, die haben so ein bisschen Federn gerupft. Also du mich mal jetzt bitte nicht belehren. Das tue ich doch gar nicht. Das sprich als Dampf vom Busch. Trotzdem, du bist mein Bruder und du musst mir jetzt helfen. Du Felix? Dorle! Mama! Oh Gott, ist alles in Ordnung? Bist gesund oder fällt dir was? Bleibst du jetzt da? Mama, sie ist unbeschadet wieder daheim. Und als andere, das kannst du uns dann in der Ruhe erzählen. Ach, das verstehst du noch nicht. Mein Madel, bin ich froh. Schau, ich wollte doch nie was dreinreden, aber ich... Mama, wir wissen's. Willi, Kali, komm zu mir! Ein Freiheit, mein Madel! Sind Sie doch hier? Wo hast du dein ganzes Gepäck? Im Garten draus. Mama, ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Das waren die schlimmsten 3 Wochen meines Lebens. Du, ich werde nie wieder meckern, wenn du den Pullover von mir zerschnipselst. Mein Madel! Ja, ich schnall ab. Jetzt ist die auch wieder da. Kann mir jetzt vielleicht irgendwie erklären, wo ich jetzt schlafen soll? Das ist doch gar nicht wichtig. Willi, jetzt sag doch mal was. Unser Dorli ist wieder da. Ist in London wirklich so viel Nebel? Papa, sei mir nicht böse. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Oh, schon gut, Madel, schon gut. Also bevor jetzt die ganze Familie in Rührungs- und Freudentränen ausbricht. Hi! Ja, schön, dass du mich auch einmal bemerkst, du. Aber bevor jetzt die allgemeine Flennerei losgeht, gell, gehen wir dreimal rauf und klären die Zimmerfrage. Weil eine Nacht in deinem rosa Spukschloss, liebe Schwester, und ich bin reif für die Klapse. Ja, was machst denn du in mein Zimmer? Du Mama, das geht fein nicht, dass der in mein Zimmer ist. Ich bin nicht der, ich bin dein geliebter Bruder. Luisa, hörst du das? Vertraute Töne. Ja, Mama, wirklich. Kein Wort mehr mit dir hören. Ihr geht jetzt alle drei ganz friedlich da rauf und klärt ebenso friedlich die Bettenverteilung. Um eine Nacht wird's ja wohl gehen. Und morgen macht die Mama dann das Zimmer schon wieder frei. Trotzdem, Mama, das war voll nicht fair von dir, dass du dem Kali einfach mein Zimmer gegeben hast. Hast du nicht gerade zu mir gesagt, dass du nie mehr meckern willst, hä? Bleib friedlich, Kloni. Sind wir froh, dass wir uns wieder haben. Genau. Und ich gehe jetzt in den Garten raus und hol dein Gepäck rein. Halt. Ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, was ist denn jetzt kaputt? Ja, die Gelegenheit ist ja jetzt einmalig. Jetzt wird klar Schiff gemacht. Marsch, trag deine Koffer selber rein. Ja, spinnst du jetzt? Das werde ich dir gleich sagen, wer da spinnt. Du hast mir gar nichts zum Aufschaffen, merkt er das? Jetzt täuschst du dich schon wieder, Schwesterherz. Weil wir ich unsere Mama kennen, macht sie nach wie vor für uns alle drei einen Dackel. Das hat's doch immer gemacht. Also, ich habe in den letzten 3 Wochen begriffen, dass wir es nirgends mehr so schön haben können, als wir daheim. Wenn das bei euch anders ist, dann seid ihr ein hoffnungsloser Fall. Ja, aber deswegen sind wir ja wieder daheim. Eben, wir sind wieder daheim. Aber wir lassen uns nimmer von vorn bis hinten bedienen. Und schon gleich gar nicht von der Mama. Ist das klar? Was ist denn mit dir? Was jetzt? Geh, du bist doch die Allerschlimmste. Wenn ich da nur an deine 1000 Fetzen denke, die Mama andauernd für die waschen und bügeln muss. Ja, keinen Haarstrich machst du selber. Im Gegenteil. Aufhören tust du, wenn einmal ein Rüscherl nicht so gebügelt ist, wie sich Madame das eingebüht hat. Ich hoffe, dass du wenigstens das in London gelernt hast. Also, jetzt hörst du aber auf. Du, ich weiß, von was ich rede. Ich
Ich hab so eine Anti-Hausfrau 3 Wochen am Knack gehabt. Also, in Zukunft wird eine Arbeitseinteilung gemacht. Ja, aber... Nur keine Aufregung. Meine Maschine, die läuft schon. Und du? Du bügelst das dann. Also Mama! Also, ich war schon froh, wenn ihr mich in Zukunft ein bisschen unterstützen darf. Naja. Also, ich stelle mit Freuden und Dankbarkeit fest, dass euer Ausbruch aus dem Elternhaus nicht ohne positive Erfahrungen und Folgen ist. Naja, Büschel, die kriege ich schon noch. Ja, aber diese, eure guten Vorsätze, meine Lieben, könnt ihr in Kürze unter Beweis stellen. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass wir euch dreien die Möglichkeit geben, unter Beweis zu stellen, dass ihr uns, die Mama und mich, nicht mehr braucht, wäre das zu machen. Ja, wenn du so fragst, dann deine Song. Das ist null Problem. Klar, null Problem. Na, ihr sagt halt schon, was los ist. Ja, das darf mich falsch schon auch interessieren. Oh, ich sage nur Aloha, ey. Hä? Willi, du hast doch nicht. Doch, ich hab. Und zwar heute. In 14 Tagen geht's ab nach Hawaii. 3 Wochen, 5-Sterne-Hotel, Vollpension, Zimmer mit Meerblick und allem drum und dran. Willi, du bist ja total verrückt. Aber ich freu mich. Ja, dann ist gut, Mausel. Jetzt sind sie übergeschnappt. Mausel, und das nach beinahe 30 Jahren Ehe. Ich glaube, ich tick nicht mehr richtig. Hawaii. Aber ob ich ein Londoner Mordstheater mache? Du, die sind ja geistig total weggetreten. Wir sind ja gar nicht mehr da. Schau, und das ohne Sicherheitsabstand. Immer. Wir sind doch völlig überflüssig. Kinder, schaut mal. Die sind ja gar nicht mehr da. Bande, haben sie schon wieder aus dem Start gemacht. Los jetzt. Oh, diese Kinder. Na, wie soll es auch anders sein? Es geht wieder rund bei uns. Nichts hat sich geändert. Aber Willi, wir fahren trotzdem nach Hawaii. Oh, selbstverständlich, mein Mausel. Aber ohne diese Kinder.